Kräuter. Ach, Schnickschnack. Spielen wir Gwind? Darauf erstmal eine Buddel voll Fleisch. So, was haben wir denn? Oh, der Herr hat mal gut gezogen. Klirrende Kälte. Plus klirrende Kälte. Na, doch, könnte man. Haben wir ein Verbrennen? Wir haben gar kein Verbrennen. Aber ein Horn. Komm, Turm weg. Tinte. Habe ich Schwertkämpfer? Nur den, ne? Ja, ist auch okay. Schau auf die Runde gewinnen. Ich bin gespannt gerade. Ich bin sehr gespannt. Ach komm, das ist unfair. Siehst, wenn die Kuh... Ach Mann, wenn die Kuh vom Pferd entfernt wird, wird eine mächtige Einheitenkarte herbeigerufen. Du Sack. Mann. So. Das war fies. Das war richtig fies. Nee, akzeptiere. Das finde ich nicht fair gerade. Da. Das war nicht fair. Jetzt ein Rittersporn wieder. Was hast du vor? Was hast du vor, bitte? Komm, ich riskiere es. Schauen wir, was er noch zu bieten hat. Nix mehr. Naja, war ja zu erwarten. Der Zweizahn ist heuer wirklich gar nichts geworden. Mal drum. So, und jetzt müsste es nach da oben gehen, habe ich gerade schon gesehen. Unten oben, oder? Ja. Das ist so krass, wo in dieser Welt hier überall bitte... So, was wir jetzt machen? Nein, andersrum. Hier. Weil sonst sehen wir ja nichts. Da ist die Tür. Ich bin Hoflieferant der Herzogin persönlich. Aber es heißt doch... Verflucht! Ah! Ich glaube, ich kenne dich nicht. Ah! Ist irgendeiner der Einstände? Keine Schlägereien. Sei gegrüßt. Guten Tag. Hervorragende Ware. Ich hab zu tun. Nur beste Qualität. Okay, ich muss noch eins höher. Verflucht! Vermutlich. Diese Verhalten.
Deutsche Winselstute honorierte. Warte, das bin ich. Der Kaufmannsgilde von der Straw. Der Hexer Gerhard hat sich am Führungspersonal der Böttchergilde versündigt. All unsere Interessen schädliche Personen. Als unsere Interessen schädliche Personen hat er alle Anrechte auf Rabatte und Sonderangebote verwirkt. Eigentlich verdient er einen kompletten Boykott, aber Geld ist Geld. Wer Geschäfte mitmachen muss, der soll wenigstens spüren lassen, wie sehr es schmerzt, unsere Gilde zum Feind zu machen. Heulen soll er, wenn er die Börse zücken muss. Aha, der Herr. Rüstungsschmied. Okay. Wann haben wir die denn verärgert? Ach, stimmt was egal. Die besten Rüstungen weit und breit. Die gibt es hier. Oh, Entschuldigung. Lust auf eine Partie Gwind? Sehr interessant, dass es gesagt hat, hier dem Typen nichts geben. Ah, es wird ein bisschen hart. Die Quint-Folge, ne? Oh, Olgierd von Everrake. Bei der Kartennahme und Treibock mal raus. Ganz ehrlich. Sorry. Oh, warum? Verarsch mich doch nicht so, Spiel. Meine Güte, ja. Ach, der gute Dijkstra. Dankeschön. Komm, den hole ich mir direkt wieder. Ich lasse ihn. Vielleicht gönne ich ihn sogar die erste Runde. Mal schauen. Vielleicht auch nicht. Mal schauen, was er zu bieten hat. Oh, er hat die Runde gepasst. Okay. Interessant. Komm, ich kill seinen Typen. So. Immer noch eine Karte. Ne, beim Gleichstand mit den Karten. Außerdem habe ich meinen Unhold dann. Jord. Wieso Unhold immer? Es ist ein Jord, Mann. Jord. So. Jetzt sollte es klar sein. Oh nein. Habe ich denn hier auf dem Friedhof gerade? Rittersporn. Nee, der lohnt sich noch nicht. Aber ich lege das Horn mal hin. Okay, danke für den Taler. So, mein Freund. Jetzt geht's doch richtig los. Stimmt, hast du hinten noch eine schöne Karte, die du legen könntest.
ich nicht. Nehmen wir aber Cirilla. Cirilla. Komm, du musst doch noch irgendwas da hinten haben. Ich kann dir das nicht abkaufen, dass du da nichts hast. Ist das dein Ernst? Nebel? Wow! Und Nebel! Oh, du hast ja richtig gute Karten gehabt. Wow. So. Ja, am Händlergilde wieder abgezogen. Träge Händlergilde. So, meine Freunde, dann geht's jetzt. Ich glaube, erstmal hier hinter. Ja, kommt man nicht durch. Ich dachte, vielleicht da kommt man durch. Aber erst mal nach vorne. Der Schein kann trügen, Hexer. Esst, trinkt und seid lustig. So sprach... Ich kann dir versichern, Skellige ist genauso stark wie die anderen Fraktionen. Sie wird bestimmt auch bald als Kanonsatz anerkannt. Ich weiß nicht. Ich neige eher zu Nilfgaard. Muss mal darüber nachdenken. Geralt von Riva. Ich habe gesehen, dass ein Gwent-Turnier angekündigt wurde. Da bist du hier goldrichtig. Ich bin Graf Martin Monnier. Ich organisiere das Turnier. Und zwar nicht nur zum Zeitvertreib. Es ist eine Mission, um die neue Skellige-Fraktion zu bewerben, die mein lieber Bruder geschaffen hat. Verstehst du? Sieht komisch aus. Die neuen Karten. Erzähl mir mehr darüber. Sie wurden gestaltet, um den Geist der Inseln einzufangen. Diese raue, brutale Schönheit. Uns werden berühmte Skelliger begegnen. Helden der Legenden, Berserker und Bestien. Bran Tyrsech ist natürlich der Anführer der Fraktion. Und die anderen berühmten Skelliger? Hjalmar und Ceres Ancret natürlich, wenn auch nicht gemeinsam. Dann Hemdal der Held, der geschätzte Druide Moissac und so weiter. Die neuen Karten. Erzähl mir mehr darüber. Sie wurden gestaltet, um den Geist der Inseln einzufangen. Diese raue, brutale Schönheit. Uns wird Bran Tyrsech. Und die andere. Ich habe gerade gefragt, wie bist du auf die Idee gekommen? Woher kommt die Idee mit der neuen Fraktion? Ist das nicht ziemlich aufwendig? Ich bin in ganz Beauclair als Gwent-Mäzen und Liebhaber bekannt. Genau wie mein Bruder, der nun schon einige Zeit tot ist. Wir hatten noch eine weitere gemeinsame Leidenschaft, und zwar das Reisen. In unserer Jugend waren wir jahrelang auf See. Unser Territorium erkunden. In allen möglichen Ecken der Welt. Was uns damals wirklich gepackt hat, waren die Skellige-Inseln. Diese stürmische, fiebrige See, die sich selbstmörderisch gegen die Klippen wirft. Dieses Bild und zahlreiche andere, die ihm ähneln, haben meinen Bruder dazu inspiriert, eine neue Fraktion zu entwerfen. Das Turnier. Wo muss ich mich anmelden? Hier bei mir. Einen Platz kann ich dir noch anbieten. Aber du müsstest die Skellige-Fraktion spielen. Weißt du, ich habe schon viele gute Spieler gefragt, ob sie die Fraktion übernehmen. Aber was sie nicht kennen, das wollen sie nicht. Sie wollen gewinnen. Daher bestehen sie darauf, mit ihren erprobten und gelobten Karten zu spielen. Um es kurz zu machen, du brauchst einen Deppen, der das Risiko auf sich nimmt und zeigt, dass mit Skellige nicht weniger zu reißen ist als mit den etablierten Karten. Am besten wäre es, mit den Karten deines Bruders das Turnier zu gewinnen. Wir verstehen uns ausgezeichnet, wie ich sehe. Sieh diese Trophäe, aufrecht und stolz. Wenn du siegst, ist sie dein. Nicht übel.
Würde sich gut in meinem Haus machen, auf der Anrichte vielleicht. Also schön. Ich probiere die neue Fraktion aus. Herrlich, das ist Musik in meinen Ohren. Es gibt da leider ein kleines Problem. Ich kann dir nur die Basiskarten bieten. Mein Bruder hat leider viele Schlüsselkarten weggegeben oder verloren. Und wie soll ich mit diesen Karten das Turnier gewinnen? Na, ganz einfach. Fordere die hiesigen Gewinnspieler heraus und gewinne die fehlenden Karten. Das wäre außerdem eine gute Übung für das Turnier. Hier sind die Karten, die ich dir geben kann. Nimm sie bitte. Neuer Gegenstand. Ach, denn ich werde auch die skellige Fraktion spielen. Jetzt müssten meine skellige Karten gut genug für das Turnier sein. Darf ich mal sehen? Ja, wirklich. Komm übermorgen wieder, dann beginnt das Turnier. Sieht das nicht... Bei dem Gesicht helfen noch keine Salben mehr. Gab's Grantil Pluege? Ich wollte sagen, lass mich doch erstmal den Kartensatz vollenden. Die Herzogin, unsere wunderbare goldene Sonne. So, wo muss ich denn hin jetzt als nächstes? Da habe ich schon markiert. Nacht, Liebe und Wein. Ach, da komme ich gar nicht durch, ne? Wie bitte? Aber du bist sicher schon in der ganzen Welt gewesen. Ja. So. Arbeit veredelt. Aber Müßiggang. Das ganze Deck sammeln wir uns auf jeden Fall noch zusammen. Also ich will die ganzen Punkte abhaken. Bis übermorgen sollten wir das, glaube ich, schaffen. So, hier rein, Geralt. Da wird jetzt halt nicht mehr geschlafen. Wer bist du? Holla, ein Hexer. Endlich ein richtiger Kunde. Sag, was brauchst du? Geißblatt? Ignatiablüten? Ja, Laden läuft wahrscheinlich nicht so gut. In Stimmung für eine Partie Gwind? So. Skellige. Metrum. Was macht denn Metrum? Alle Berserkerkarten der gleichen Reihe werden verwandelt. Olaf. Verstärkt alle Einheiten der Reihe plus 1 sich selbst. Okay, das ist eine geile Karte. Chalmia. Ceres. Ubers der Irre. Sie ruft Schild. Ah, okay, alle Schildmaid bringt ins Spiel. Blau, junge Lugas. Wir an Great. Kriegsschiff. Holger Schwarzhand. Also, ich kann sie mit 200 Schiff treffen. Ich auch. Bei Sturm. Nicht schlecht. Duna dahinter. Berserker. Wird in einen Bären verwandelt, wenn eine Drohne in der gleichen Reihe liegt. Schmied des Clans. Ah, da ist ein Schildmaid. Ja, genau die. Aber die wiederholt lebt ein, das ist sehr schön. Kambi. Oh. Der Hahn Kambi Krähen und Hemdal wird erwachen. Okay. Ich muss gerade mal das Deck clearen. So, wir brauchen Madom, Ceres, Lugos, Olaf, auf jeden Fall. So, sie holt alle Schildmaid, hieß es. Das heißt... Oh, hier habe ich noch einen Berserker. Eine Schildmaid. Ah, wir müssen einen. Wir haben den Kambi rein. Und wir holen den jungen Berserker. So. Drei Stück. Was haben wir denn bis jetzt?
Kämpfer vorne, erste Reihe. So, dadurch aber noch Dings und ein Geralt und den Spion auf jeden Fall. Und du kommst mit, die Kuh kommt auch mit. Du bist so eine Art Rittersporn. Komm mit. Was machst du, Pirat? Die stärksten Kampf beider Spieler auf dem Schlachtfeld werden getötet. Kann ich schaden, wenn die als erstes liegt, sagen. Und dann kriege ich seine vernichtet und meine nicht. Mit ziemlich Schaden, würde ich sagen. So, wo habe ich denn die Berserker? Ein. Der liegt hier. Und die anderen liegen da. Das heißt, du gehst raus. Und die anderen drei lohnen sich wesentlich mehr. Guck mal, ob ich irgendeine Karte mit Effekt noch habe, die sich lohnt. So, das nehmen wir gerade alle. Ich sag, nehmen wir noch ein Horn mit. Für die erste Reihe. Ah, okay, wird nicht gezählt als Einheitenkarte. Dann, was haben wir denn? Starkes. Komm, nehmen wir die Triss mit. Schaden kannst du nicht.